Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Ellerbach. Ja, ich hatte alles fertig gesät. Jetzt fangen wir an zu schwaden. Ich habe mir gedacht, dann nehme ich heute mal mit, ne? Dann könnt ihr das auch nachvollziehen. So, Handbremse raus und Abfahrt. Schwaden tun wir mal mit dem Truck. Ich hatte mal wieder Bock, Truck zu fahren. Schon jetzt so lange nicht mehr Truck gefahren. Das wurde echt mal wieder Zeit. Deswegen habe ich den rausgeholt. Da fahren wir jetzt schön mit Schwadrolinski. 4 Wiesen hatte ich gemäht insgesamt. Ja, den Rest fertig gesät, was der Curse Player da mal wieder nicht so hingekriegt hat, wie normal. Das habe ich alles fertig. Ich habe auf alle 4 Flächen mal Raps gesät, damit wir ein bisschen Kohlen kriegen, ne? So, und jetzt müssen wir halt schwaden, dass wir das auch im Fermenter kriegen. Das würde ich ganz gerne noch schaffen. So, und dann würde ich vorschlagen, gehen wir in die Ernte, ne? Haben wir noch bornig viel zu ernten. Ne, das schaffen wir so nicht. Vielleicht so. Das ist auch schlecht geschwadet. Boah, geht gerade nicht anders. Ja, bornig viel zu ernten. Jede Menge nämlich. Da können wir uns erstmal auslassen. Dann. Da kommen wir auch so schnell nicht mehr zu irgendwas anderem, wenn wir in die Ernte sind. Wir müssen eigentlich noch Klee mähen. Aber das stellen wir hinten an. Wir haben ja noch Kleeheu. Von daher, wir haben ja auch noch keine Viecher. Das ist jetzt erstmal zweitrangig. Wichtig ist, dass wir jetzt hier diese ganzen anderen Sachen an Tocht kriegen. Dass das läuft. Dass wir das erledigt haben. Dass wir da keinen Stress mehr haben. Und deswegen machen wir das jetzt erstmal in Ruhe, ne? 4 Wiesen sind ja eigentlich ruckzuck geschwadet. Das geht ja. Wir brauchen das halt für die BGA, ne? Dass die läuft, damit wir Gärrisse fahren können und so. Vielleicht schaffen wir das ja auch hier, dass wir ohne Dünger auskommen, obwohl ich das nicht glaube. Ohne Mineraldünger. Wäre ja schön. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Das ist eine Illusion. Du kannst ja nicht nur Gülle fahren. Oh ne. Schwatt mitgenommen. Und cool. Ja, wie gesagt, wichtig ist, dass die ganzen anderen Sachen jetzt hier erstmal alle laufen. Dann können wir nämlich so langsam echt mal über Tiere nachdenken. Es wäre ja echt schön, wenn mal ein bisschen Leben auf dem Hof da ist. Dass man da auch ein bisschen Tiere versorgen kann. So, haben wir die Ecke schon mal geschafft. Abfahrt zur nächsten Ecke, ne? Im Truck geht das ja richtig geil, ne? Mit Schwaden. Gut. Sorry für das andere G-Wort. Geht richtig gut mit dem Truck Schwaden. Ich denke, mit dem fahren wir auch gleich mal ein, ne? Voll Laune drauf. So. Von dem kommt der, ne? Super Modder. Kann man immer nur wieder sagen, ne? Ich habe selten so einen guten Trecker gesehen wie diesen MB-Truck mit Rea. Leute, da könnt ihr euch die Finger nachlecken. Mit Rea und RMT, es gibt nichts Schöneres, wirklich. Ich fahre den total gerne. Der hat totalen Fahrspaß, dieser Trecker. Kann ich immer wieder nur sagen. Wo hängen wir da einen Zaun oder was? So, mach an den Humpen. Warum's eulig? Oh, meine Lieblingswiese, die ist auch nicht ganz so einfach zu schwaden. Naja, kriegen wir auch noch wieder hin. Ja, Leute, so ist das, ne? Schön MB-Truck fahren. Macht Laune. Ist zwar nicht ganz so wendig wie manch anderen Trecker, aber macht Laune. Fehlt's. Da werden wir gleich schön mit Ladewagen fahren. Da freue ich mich schon drauf. Ist zwar nicht der schnellste, aber kommt ja nicht auf Schnelligkeit an. Ja, wie gesagt, die ganzen Flächen hier sind alle gesät. Aber ich habe den Dreck nicht an. Da neben uns. Die anderen Flächen werden wir alle danach ernten, auch die Rübkes. Wir müssen uns auch mal eine Drille kaufen. Ich habe es gewusst. Das sieht mir jedes Mal hier in der Ecke.
jetzt krieg ich den Schwan an die Korde gedreht. Ja, da war auch eine Lenkachse. Und spitzen wir das halt hier ein bisschen an. Ist ja egal. Kriegen wir auch noch hin. So, Abfahrt. Diesmal fahren wir vernünftig, dann kriegen wir das auch hin. Ne, liebe Leute? So, wer gelacht? Wir haben ja Sprachsteuerung. Da geht halt alle mit. Schicki fein, liebe Leute. Echt, es läuft jetzt hier auf der Ellerbach. Und hat so Ziele. Oh, CCM müssen wir auch noch nachgucken. Das fertig ist. Muss auch noch Mais legen wieder, ne? Mal gucken. Legen wir auf die, machen wir auf die großen Flächen. Dann lohnt sich das auch, CCM zu machen. Aber komm wieder rum, komm wieder rum. Ja, hat er gesagt, passt. Letzten Rest nehmen wir andermal mit. Das passt, sagt er. Schick, schick. Das ist aber auch eine krumme Ecke, ey. Langsam zurück hier, ne? Damit wir da schön wieder einsetzen können. Das läuft. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen, es läuft. Wir können uns nicht beklagen. Kommen wir da rum? Ja, aber ausnahmsweise. Machen wir hier mal eine Spitzkehre. Aber da kommen wir nicht rum. Irgendwie weit genug angespitzt. So. Machen wir wieder an und runter. Schicki feini, oder? Was sagt ihr dazu? Mit den Trackschwaden ist so genial. Ich kann euch nur empfehlen, den runterzuladen. Das ist ein richtig genialer Mod. Den B-Track. Spielt ihr mal mit Rea und RMT. Ist echt ein geniales Fahrverhalten, wirklich. Könnt ihr mir glauben. Macht richtig Laune. Wenn du solche Trecker hast, dann macht das Spielen richtig Spaß. Ich stehe eh auf die Oldschool-Schlepper, weil ich damit aufgewachsen bin. Braucht dann nicht da nur Gaspedal treten und dann fährt das alle los. Das ist nichts für mich. Das muss schon so ein bisschen noch Oldschool sein. Dann habe ich da Spaß dran. Das macht Laune. Da fahren wir oben rein, wa? Boah, was können, ne? Würde ich mal zumindest so sagen. Boah, was können. So. Mach mal an den Apparat. Das haben die aber hier in LS19 eigentlich ganz gut hingekriegt, ne? LS17 hat immer das Problem, dass er dann den Schwatt mitgenommen hat. Letztens noch, auf der Holzer-Map. Aber hier geht das echt. Haben sie gut hingekriegt, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, ne? Schicki feini. So, liebe Leute, ich sag dann aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Ich glaube, jetzt habt ihr genug Schwaden gesehen mit einem B-Track, oder? Wir wollen es ja mal nicht übertreiben, ne? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann macht den Daumen runter. Schreibt einfach einen Kommentar dazu. Dann weiß ich Bescheid und kann es vielleicht ändern. Und wenn es euch gefallen hat und ihr möchtet nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.